Willkommen zum zweiten Part von Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. In der ersten Folge haben wir bereits die Schlacht auf der Ebene von Hyrule erlebt und jetzt haben wir einige neue Ziele auf der Karte. Das hier scheint die nächste Hauptmission zu sein, aber ich glaube, wir gucken erstmal in eine warme Mahlzeit rein. Eine gute Mahlzeit ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben. Der Chefkoch der hyrianischen Truppen gibt dir einen Kochtopf. Nun brauchst du nur noch Feuer, um loszulegen. Habe ich das? Ich denke schon, oder? Du erlernst das Rezept Dampffleisch. Okay, ich schätze mal, das ersetzt dann den Apfel als Heil-Item, oder? Ah, okay, und das sind dann auch keine richtigen Missionen, sondern das sind einfach nur so ein paar, ja, Map-Points, wo man dann ein paar Abilities und Items bekommen kann. Alles klar. Du hast ein Feuer entzündet und dein erstes Gericht gekocht. Solange du den Topf, Feuer und Zutaten hast, kannst du das jederzeit. Koche doch etwas, wenn du das nächste Mal Hunger hast. Okay. Alles klar. Schaden plus 5%. Das schonende Dämpfen im Blatt eines Wildkrauts sorgt dafür, dass das Aroma des Fleisches erhalten bleibt. Das freut mich. Aber ist jetzt kein Heil-Item, sondern eher ein Boost-Item, oder? Oh, was ist das? Verdienste für Hyrule. Sammle Verdienste in der jeweiligen Region, in dem du Hyrule-Missionen erfüllst. Hilf anderen, wann immer du kannst und gewinne nützliche Fähigkeiten für den Kampf. Ach so, okay. Also das da oben zeigt, wie sozial wir sind. Dann machen wir doch direkt mal weiter, oder? Schmackhaftes Wildgemüse. Ja, gerade hatten wir Fleisch, jetzt kommt aber was Veganes. Eine ausgeglichene Ernährung ist sehr wichtig, Leute. Ein Restaurant hat sich auf alles spezialisiert, was in den Bergen wächst und möchte ein Fest ausrichten, um sein Menü zu präsentieren. Du sollst Zutaten in ausreichender Menge dafür besorgen. Wir haben ja glücklicherweise schon ziemlich viel in der ersten Mission gefunden, nur haben wir trotzdem nicht genug. Schade. Aber gut, dann kümmern wir uns später drum. Ich glaube, hier die Mission ist ja, ja genau, das ist ja sogar in den Bergen. Also setzt das wahrscheinlich voraus, dass wir die zweite Mission schon gemacht haben. Gut, dann erstmal Schwerttraining in Hyrule. Eine erfahrene Schwertkämpferin möchte andere die Verteidigung gegen Monster lehren, doch ihr fehlen die Materialien für einen Trainingsraum. Hilf ihr, indem du sie ihr bringst. Kein Problem. Davon haben wir wirklich mehr als genug. Mit den von dir gespendeten Materialien wurde ein ausgezeichneter Trainingsraum gebaut. Zum Dank möchte die zur Ausbilderin gewordenen Kämpferin mit dir trainieren. Werde einer ihrer Schüler. Okay, neuer Combo-Angriff gelernt. Und da sollte ich mich in dieser Folge auch etwas mehr drauf konzentrieren, weil ich habe im ersten Part, glaube ich, X ein bisschen zu sehr vernachlässigt. Aber danke für die hilfreichen Kommentare, die mich darauf hingewiesen haben. Ich weiß jetzt wieder ein bisschen mehr, wie man Dynasty Warriors und Hyrule Warriors spielt. Habe ich dann doch etwas vergessen über die Jahre. Es sollte heute etwas besser werden. Okay. Also wir haben einen neuen Normalangriff gelernt, was? Oder? Nee, warte. Doch. Also einfach ein weiteres Mal Y. Aber wir können natürlich auch nach jedem Drücken von Y einmal X drücken für den Abschluss der Kombo. Und dann gibt es halt einen heftigen Finisher sozusagen. Okay. Ja gut. Dann sind wir eigentlich ready, oder? Es sei denn, das hier können wir auch noch machen. Aber das ist rot markiert. Das heißt eigentlich, dass ich das, glaube ich, nicht habe. Oder sind das diese... Ach, lest einfach. Ein Friedensstifter für das Dorf. Die Bitte, mehrere Exalfos zu erlegen, wurde an die Kampfschule übermittelt. Doch die Ausbilderin ist zu beschäftigt. Erlege du die Exalfos und übermittle einen Beweis, dass sie besiegt sind. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ja, da waren nur ganz wenige in der ersten Mission. Okay, dann geht's weiter mit zum Königlichen Institut. Empfohlener Level 3. Das haben wir. Link ist auf 5, Imp ist auf 3. Let's go, der Hase. Ausrüstung. Unter Truppe kannst du die Ausrüstung von Verbündeten ändern. Du kannst deine Truppe auch bearbeiten, indem du auf der Karte von Hyrule Plus drückst. Okay. Aber habe ich eigentlich vorhin schon gemacht, ne? Ja, genau. Wobei, warte mal. Der trägt seinen Helm noch nicht, warum auch immer. Schon besser. Bei Impa passt eigentlich alles. Nee, Quatsch. Hä, wie habe ich das denn übersehen? Ich habe in der letzten Folge extra die Items angeguckt und trotzdem übersehen, dass wir noch ein Ticken besseres Kakariko Kudachi haben. Na gut, dann hat sich das gelohnt, da nochmal reinzuschauen. Mehr können wir ja nicht machen.
Alles klar. Dann los. Wir brechen auf. Zelda, deren Neugier auf den mysteriösen Wächter geweckt war, begab sich mit Impa und Link als Leibwache zum Institut für Antikenforschung, wo sie auf Pura und ihre Forscherkollegen traf. Jedoch... Tja, was da passiert ist, werden wir gleich rausfinden. Tipps werden auch eingeblendet, während es lädt. Nice. Was hier geschrieben steht, wird sich in den kommenden Schlachten als nützlich erweisen. Ein wahrer Ritter ist stets bestrebt, sich weiterzubilden. Okay, Königliches Institut für Antikenforschung. Diese Einrichtung untersucht antike Relikte wie Wächter oder Titanen, um sich der Verheerung Ganon entgegenzustellen, beteiligen sich viele Shika an der Forschung. Ja, das wissen wir ja aus dem Hauptteil, ne? Aus Breath of the Wild. Und jetzt geht's los! Zu Robelo ins Institut bringen. Ich stimme zu, Euer Hoheit. Ich liebe die Zwischensequenzen in dem Spiel. Der Wahnsinn. Aber jetzt weiß ich auch, was ihr meint. Da muss ich euch dann doch teilweise recht geben. Weil mir war jetzt nicht bekannt... Oh, ich hätte das Parasiegel nutzen können. Ja, wir probieren ein bisschen rum. Mir war jetzt nicht bekannt, dass sie hierher aufgebrochen sind, nur wegen des kleinen Wächters. Ich ging halt jetzt davon aus... Schade. Ich ging davon aus, dass der kleine Wächter immer mal wieder so bei den Schlachten halt dabei ist und ein paar Akzente setzt, aber ansonsten eher im Hintergrund bleibt. Oh shit. Aber so ist es dann ja wohl doch nicht. Weil er hat ja allein schon dadurch die Geschichte verändert, dass er aufgetaucht ist und Link und Zelda jetzt eben den Weg gehen, den sie gehen in dieser Folge. Dementsprechend, ja, ich kann es schon verstehen, dass man da jetzt erstmal ein bisschen skeptisch ist und sich fragt, oh, was soll das? Und macht das nicht alles kaputt? Aber, ja, warten wir doch erstmal ab. Warum sind die so stark? Holy shit! Oder bin ich so schlecht? Wahrscheinlich beides, oder? Also auf alle Fälle sind die Gegner stärker als im ersten Hyrule Warriors. Weil ich meine, das ist ja jetzt kein Boss gewesen. Das war ja nur ein Anführer. Und die haben eigentlich... im ersten Teil nicht so viel eingesteckt. Aber gut. Besser ist es, oder? Oh, wir haben das Magnetmodul zur Verfügung. Okay, warte. Ich muss noch warten auf den Cooldown. Dann nutze ich es gleich, wobei ich jetzt auch nicht wüsste... Ach so, da sind Steine. Okay, jetzt sehe ich es. Ja, gut. Aber was genau bringt das? War ich jetzt zu weit weg? Ich konnte zwar die Gegner damit ein bisschen verwirren, aber... ich glaube, eigentlich hätte ich hier diese Kiste hochheben müssen. Machen wir es nochmal. Ich glaube, ich war zu weit weg. Ja, tatsächlich. Okay, und dann können wir mit dem Teil in der Hand die so richtig schön durchwirbeln. Okay.
Gucken wir auch hier mal nach. Wegen Rubinen und Crocs. Was ich einsammle, könnt ihr nicht sehen, da habt ihr recht. Aber das Problem ist halt, an jeder Ecke ist die Facecam falsch. Ja, also überall wird irgendwas verdeckt. Da müssen wir einfach mit leben. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Also es sind ja nur die Items, die eingesammelt werden. Ihr seht sie ja am Boden. Wenn es was Besonderes ist, dann werde ich es auch ansagen. Wenn ich drauf achte. Ja. Ist jetzt halt so. Gut, überlass das mir. Nee, warte, das war falsch. Ich wollte markieren. Weil Impa ist halt nur wirklich worthy, wenn sie sich dupliziert, ne? Und teleportiert. Ja, genau so. Genau so wollen wir das haben. Viele fühlen sich an Naruto erinnert. Also ich habe das ja nie geguckt, aber... Ja, vom Kampfstil her und vom Charakter her ist das ja, ich sag mal, dieselbe Schiene. Von daher ist das schon richtig so. Oh ja, das ist ein geiler Angriff, den liebe ich. Je häufiger man Y drückt und je länger man wartet auf X zu drücken, desto stärker ist dann natürlich auch der Finisher. Das ist immer, oh, ganz wichtig zu beachten. Oh, was machst du hier? Ausweichen. Shit, zu spät. Komm runter da. Kleiner Dreckskerl. X gedrückt halten ist dann auch die Wirbelattacke. Okay, ich merke aber gerade, mit Link bin ich hier nicht so gut. Wobei, jetzt gibt es eine Option. Ich wollte gerade zu Impa wechseln. Bomben sind effektiv gegen den. Ach so. Ja, wer kommt denn darauf? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut zu wissen. Okay. Gerade auch gegen fliegende, verteidigende Gegner wohl sehr effektiv. Oh, und jetzt haben wir den Eisstab. Und der Feuerstab aus der ersten Folge ist auch noch dabei. Geil. Sollte man aber natürlich nicht overusen. Ich weiß nicht, können die sich regenerieren, die Items? Ja, schauen wir mal. Einfach nicht zu häufig nutzen und ins nächste Gegnerlager vorbrechen. Hier muss irgendwo ein Anführer sein. Zelda kümmert sich auch gerade um das Dreckspack. Wir kommen zur Unterstützung. Was mir auffällt ist, dieses Level, also diese Map, die leckt ein bisschen weniger. Ah, da ist der Boss, da ist der Boss. Vereisen wir ihn gleich mal. Wobei, warte, ich krieg einen anderen Tipp gerade. Magnetmodul soll sich lohnen bei Gegnern mit Metallwaffen, aber irgendwie hat es nicht gezogen gerade. Okay, dann eben doch der Eisstab. Großartig. So ist gut. Okay, er hat eine neue Magnetwaffe. Hä, aber warum geht das nicht? Ach so, weil ich ihn nicht anvisiert habe vielleicht? Wobei doch, habe ich ja. Kein Plan. Vielleicht muss man einen ganz besonderen Moment abpassen. Hier, jetzt wird es ja auch angezeigt. Es will bei mir irgendwie nicht hinhauen. Ich weiß nicht wieso. Naja, machen wir ihn halt so kalt. Ihr könnt mir gerne wieder in die Kommis schreiben, woran es gelegen hat. Aber, ja. Hab alles versucht. Ich habe alles versucht. Egal, ich werde es auch weiterhin probieren. Man muss die Gegner ja nicht so besiegen. Es ist ja nur eine Möglichkeit. Trotzdem etwas verwirrend gerade. Ich bin mal gespannt, wann der Wandsprung zum Einsatz kommt. So, ich gucke mich immer noch mal ein bisschen um wegen den Crocs und so. Aber ich glaube, die sind wirklich eher an abgelegenen Orten platziert, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Okay, vorne ist ein Sammelpunkt.
Sieht ganz gut aus soweit. Ja, so viel dazu. Oh, scheiße, Mann. So, aber ich habe schon gelesen, man kann... Oh, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Direkt perfekter Abwehr-Move. Und die Ulti ist auch gleich ready. Die Ulti ist gleich ready. So, im normalen Game war es ja immer effektiv, den ins Auge zu schießen. Aber der flüchtet. Wo willst denn du hin? Oh, scheiße. Warte. Ah, man kann nämlich den Laser auch wieder zurückschießen. Mit, Abwehr und dann Angriff. Habe ich zumindest in den Kommis gelesen. Ist aber natürlich sehr, sehr schwierig. Okay, er macht mich gerade ein bisschen kalt. Heilung. Was ist jetzt das Beste? Ich frag mich halt, ob die... Überlass das mir. Scheiße. Ausweichen. Ah, ich war in der Luft. Also gar nicht so schlecht, aber... Nee, bleiben wir bei Link. Bleiben wir bei Link. Eigentlich soll ich vor dem Wächter flüchten, steht da als Ziel. Wo ist denn Zelda eigentlich? Weil sie soll ja beschützt werden. Aber ich greife ihn jetzt mal an. Mit der Wirbel-Ulti. Ja, war jetzt auch keine so schlechte Aktion, würde ich sagen. Oh ja. Sehr gut. Zelda ist da vorne. Vielleicht muss ich wirklich einfach schneller sein als er und... Hallo, ich komme hier nicht durch. Was? Und stattdessen das Gesindel besiegen. Ich tue jetzt einfach mal, was da rechts steht, ja? Wir sollen fliehen. Okay, dann fliehen wir. Sind wir hier sicher? Tatsache, also man soll ihn gar nicht wirklich aktiv bekämpfen. Aber er ist halt ein interessanter Gegner, ne? Da hat man direkt Bock, sich dran zu probieren. Allerdings ist er aktuell noch zu overpowered. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit. Eventuell auch mit Hilfe des kleinen Wächters. Oh, scheiße. Hä, was ist passiert? Hat der Stationäre den angegriffen? Lol. So soll es sein. Ach so, weil der kleine Wächter ihm das sozusagen befohlen hat? Oh, wie genial. Hä, warum bin ich hier nicht sicher? Ich habe mich extra da hinten versteckt. Aktiviere den ausgegrabenen Wächter. Ja, wie? Warte, erstmal verstecken. Ach so, es geht um den da oben. Hä? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt richtig bin oder ob ich eine 31er-Aktion mache und alle im Stich lasse. Ja doch, es muss richtig sein. Also es gibt zwei Ziele. Dann laufen wir hier jetzt mal ganz kurz durch. Kümmern uns gar nicht um diese Dullis hier. So, zack. Und folgen der Zielmarkierung. Wird das Beste sein. Vorsicht. Ich hoffe, Zelda und die anderen kommen da unten zurecht. Und jetzt wird erstmal dieses Gebiet hier geklärt. Bomben. In eure Scheißfresse. Sehr gut. Und Schildschnittern. Oh, Level Up für Link. Gut. So, der kleine Wächter begleitet mich. Also ich schätze mal... Er hat die Möglichkeit, alle Wächter auf unsere Seite zu ziehen. Das ist natürlich grandios. Aber ist dann schon sehr, sehr einschneidend in die Geschichte. Aber wer weiß, vielleicht passiert ja am Ende etwas, was alles relativiert, sodass wir den Verlauf der Geschichte erlebt haben, aber gleichzeitig nicht BOTW 1 und der zweite Teil beeinträchtigt werden. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach mal gespannt warten. Und herausfinden. Okay, Heil-Item. Nicht unwichtig, nach dem, was hier abgeht. Kann ich eigentlich irgendwie da auf dieses Gegnerlager rauf? Ah ja, gut. Tatsächlich. Dann schauen wir uns das mal an. Weil irgendwo da oben scheint, glaube ich, ein Anführer zu sein. Das Lager ist so gut wie erobert. Und ich baller hier jetzt einfach mal die Ulti rein. Hier, nimm das. Das war der Anführer, glaube ich. Ja. Okay, schön. So,
Wir finden halt laufend in den Truhen so ein paar Items, die man dann für die Hyrule-Karten-Missionen braucht, ne? Ist klar. Hier könnte noch ein Krog sein, wer weiß. Nein? Okay, dann nicht. Würde ich sagen, gehen wir runter und folgen wir der Zielmarkierung. Die hat mich ja eigentlich hierher gelotst, aber das war jetzt auch eher nur so eine Basis für später, oder? Naja, was soll's. Besser ist es. Der Wächter ist, glaube ich, kaputt. Oh. Und du kommst da mal runter? Stehen geblieben. Oha. Aber ich mach mal den hier. Ah, schade, ging daneben. Ja gut, aber während er seine Elektroattacke einsetzt, können wir ihn ja easy mit den Pfeilen abschießen. Vorsichtig. Ja, das war wichtig. Das war wichtig. Damit ist er KO. Bam. Sehr gut. Zeit, hier aufzuräumen. Oh, aufpassen. Ich wollte eigentlich jetzt hier die Kiste verwenden. Das funktioniert wunderbar. Im Vergleich mit dem anderen Move. Warum auch immer jetzt der Boss davon aber nicht verletzt wurde, kann ich euch nicht sagen. Und eigentlich habe ich den ja voll erwischt mit der Kiste. Machen wir mal ein bisschen Feuer rein. Feuer ist immer gut. 400 Kills schon. I like. Ausweichen und finishen. Der Ausweicher ist sehr, sehr OP. Also, darauf zu bauen, kann ich nur jedem empfehlen. Den interessieren diese ganzen Cryo-Attacken gar nicht. Er nimmt zwar Schaden, aber er wird dadurch nicht gestunt oder so. Er macht immer weiter. So, und sobald die Verteidigung durchbrochen ist, können wir hier diesen Finisher einsetzen und er ist weg. Oh, sogar eine große Truhe. Mit einem Kakariko Kodachi. Aber Level steht halt nicht dabei, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das ein besseres ist oder ein schlechteres. Ich glaube, im alten Hyrule Warriors konnte man Items, die man nicht benötigt, auch verkaufen. Für Rubine oder sowas. Oder auch für Erfahrung. Müssen wir mal schauen. Ja, ist ein bisschen blöd, dass Truhe öffnen auf demselben Knopf ist wie angreifen. Aber okay. Wie interessant. Dieses Gebiet erkennt man halt auch überhaupt gar nicht wieder, ne? Wenn man jetzt mal ins erste Breath of the Wild denkt. Ich könnte gar nicht sagen, wo wir hier sind. Anhand der Karte weiß man es in etwa. Aber dennoch. So, der erste Wächter ist gefunden. Sehr gut. Dann auf zum anderen, wa? Das war jetzt aber schon ziemlich viel Aufwand. Der Boblin greift an. Was? Was? Wo? Überlass das mir. Hier? Auch Zelda wird kämpfen. Ja, das ist schön, aber wo ist er denn? Ich kann nun Zelda steuern. Ah, darum ging's. Okay. Ich breche auf. Ja, nice. ZR, von dir plötzlich das Shika-Modul-Effekt auslösen. Ja gut, suchen wir uns erstmal einen Gegner, an dem wir dann üben können. Sie soll schon hier lang, oder? Soll sie hier lang? Aktiviere den ausgegabenen Rechner. Wächter. Kann sein, dass jetzt Zelda diese Mission übernehmen wird? I don't know. Also, mich verwirrt das gerade ein bisschen. Noch mehr als die erste Folge. Okay. Wirkt halt ein bisschen durcheinander gerade. Oh. Alter.
Aber allein ihre Standardangriffe finde ich ja schon mal mega krass. Und auf den ersten Blick ist sie sogar stärker als Link. Ey, guck dir mal an, was die da alles spammen kann. Die rastet völlig aus mit, mit dem Cryo-Modul. Oder generell mit allen. Magnet, Cryo, Bombe. Ich schau dir das mal an! Sie ist ja völlig OP. Alter, warum spielen wir mit Link? Okay, sie kann dieses... diese Eis... Blöcke dann noch irgendwie... Genau, mit ZR noch zum Explodieren bringen. Falls da noch Gegner sind, werden die halt dadurch besiegt. Mega cool. Okay, lass schnell dieses Lager hier erobern. Ah ja, gut. Und wir können auch manuell, ähnlich wie mit Link... geil. Die Module nutzen, so wie wir gerade lustig sind. Schiefersteinsignal. Ah, das geht mit den Bomben auch. Okay, also alles, was irgendwie übrig bleibt, kann sie dann mit ZR boom, zum Explodieren bringen. Was schon sehr geil ist. Vorsichtig. Ah, crap. Zeit für ihre Ulti. Ein Foto? Really? Gut. Hä? Was? Weiß jetzt nicht genau, wieso der durch ein Foto stirbt. Ja, ich bin auch nicht so fotogen, aber das ist ein bisschen übertrieben gerade. Na, wie auch immer. Cooler Charakter. Einige haben sich halt aufgeregt, dass Zelda jetzt so einen Chica-Stein hat, weil das unlogisch ist. Und da muss ich auch beipflichten, das ist so. Ich frage mich, wie das erklärt wird. Also eigentlich muss sie den ja dann... in diesem Spiel verlieren, und zwar dauerhaft. Damit erklärt ist, warum sie das im Hauptteil nicht mehr hat. Und im zweiten dann wahrscheinlich auch nicht. Oder wer weiß. Wir werden es sehen, wir werden es sehen, Leute. Oh, muss ich den besiegen? Ich hasse ihn. Er nervt mich. Warte, ich habe doch den Stab mit Zelda auch. Okay, Feuer. Und Cryo. Was? Ach, die hat ein anderes. Hä? Warum hat das nicht funktioniert? War es nicht aufgeladen? Ach, scheiße. Nee, die hat generell andere Moves. Guck euch das mal an. Die nutzt diese Cryo-Abilities. Warum nenne ich das eigentlich Cryo? Ich glaube, das ist falsch. Sagen wir Chica, okay? Cryo ist ja nur das Wasser, glaube ich. Das gefrorene Wasser. Keine Ahnung, warum sich das bei mir so eingebrannt hat. Sie nutzt diese Chica-Attacken anders als Link. Also hat sie auch einen anderen Chica-Slate. Und hiermit? Der vielleicht anders programmiert ist. Dann müsste es ja noch viel mehr geben, oder? Warum haben die Chica die dann nicht einfach zu tausendfach produziert und allen Soldaten gegeben? Damit hätte man den Krieg ja mal sowas von easy gewonnen. Digga, ist der C. Scheiß Kerl. Ja, moin, voll daneben. Lost. Nochmal Cryo-Attacke. Mehrfach drücken. Ja, mach ich. Aber ging wieder schief. Ich weiß. Achso, lässt sich das dann vielleicht wirklich nur im Wasser einsetzen? Weil Link kann ja machen, was er will. Aber sie setzt doch auch hier überall Eisblöcke ein. Wieso geht das dann nicht? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Halt! By the way, hat sie auch Stasis. Was ich jetzt erst bemerke. Stellt euch mir und gelang der Sieg. Geil. Ja, mit jedem neuen Charakter muss man sich natürlich erstmal reinarbeiten. Aber Zelda finde ich schon mal sehr geil umgesetzt. So, der Wächter oder was auch immer. Ja, doch, der Wächter ist hier irgendwo. Hey. Kommt nur her. Boom. Wer ist der Boss? Aber ich glaube, der taucht immer erst auf, wenn man weniger als... oder mehr als 50% des Lagers geklärt hat. Bombe liegt da. Ah ne, die explodiert nach einer Zeit. Okay. Aber die Eisblöcke bleiben da stehen. Alles klar. Ich versuche es. Ey, ist schon geil. Was Zelda alles drauf hat.
Was? Stasis speziell für Gegner mit Wirbelattacken. Ja, gut. Ich denke, Stasis ist generell gegen alles super effektiv, aber... Hauen wir einfach mal voll rein! Oh mein Gott! Na, schade, die Bombe ging jetzt voll daneben, aber der Rest hat gesessen. Und der Typ ist immer noch gestunt. Kann quasi gar nichts tun. Und wird völlig... völlig ausgelöscht. Ja, moin. Und jetzt noch die Ulti. Voll hässlich. Bam! Also ich mag alle spielbaren Charaktere, aber ich muss wirklich sagen, sowohl Impa als auch Zelda sind noch ein Stück geiler als Link. Tut mir leid für den Disrespect, Bruder, aber... ja, keine Ahnung. Ich feiere die voll. Oh, der Wächter ist noch ein Stück weiter weg, sehe ich gerade. Warte, wie zum Teufel komme ich da hin? Ne, da ist er. Ach so, da ist... okay, die Map hat ein bisschen verwirrt. Ich dachte, ich müsste diesen äußeren Weg da gehen. Passt schon. Da ist er. Und jetzt? Ballerst du den kaputt? Oh, wir müssen ihn ranlocken. Warte, der aus... Neues Ziel, Charakter wechseln. Locke den Wächter zum Ziel. Mit Link, oder was? Oh! Ah, da ist der Moblin von vorhin. Ja, gut, aber der ist nicht so relevant, ne? So. Ich habe mich jetzt trotzdem mal ein bisschen dupliziert und entsprechend aufgestellt, um ihn auszulöschen. Oh yeah. Holy motherfucking shit! What? 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 Okay. Alles klar. Ja gut, dann zum Wächter. Not bad, Impa, not bad. Weißt du den Wächter im Weg? Ich sehe niemanden. Oh, ach so, der muss hierher. In dieses Lager. Ah, deswegen mussten wir das vorhin auch clearen. Alles klar, der Gegner ist da unten. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, erstmal aufräumen hier, ne? Sie hat ebenfalls andere Sheikah-Attacken. Das finde ich aber nice, weil sonst wäre es halt auf Dauer ein bisschen zu langweilig. Und dass jeder andere Moves damit machen kann, ist halt geil. So, komm mal her da, du Spinne. Hier bin ich. Ich trage kein Höschen. Entschuldigung. Also bei mir würde das jedenfalls funktionieren. Hier bin ich. So, und jetzt vertraue ich drauf, dass der Wächter oben ihn abballert. Ehre. Kuss. Bam. Sehr gut. Nimm ihn auseinander. Oder auch nicht. Besiege den Wächter. Ja doch, ich soll ihn besiegen. Scheiße. Alleine? Alleine wird es ein bisschen schwierig, glaube ich. Fuck. Mit Stasis könnte ich. Ja, mit Stasis auf jeden Fall schon mal nicht so verkehrt, glaube ich. Aber kriege ich keinen Support? Okay, seine Verteidigung ist aber beinahe gebrochen. Komm schon, Impa, du schaffst das! Schaffst das! Ausweichen! Oder abwehren, 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 abwehren. Oh. Aber es... Verdammt. Ich hab's pariert, aber es ging trotzdem daneben. Belastend. Warte, warte, warte. Stasis ist besser. Stasis ist besser. Oh, Zelda ist jetzt auch da. Zelda ist auch da zum Support. Also sie muss das eigentlich nicht ganz alleine machen. Und ich glaube... nee, nicht Link. Zelda. Ah nein, man kann nicht mehrere Stasis auf einmal nutzen. Also dieser Cooldown gilt für alle.
Okay. Dann machen das die Girls alleine, würde ich sagen. Das Ding ist ja auch so gut wie tot! Abwehr! Wie ich das mit dem Zurückschießen vorhin gemacht habe, weiß ich nicht. Also ich habe zwar in den Comics gelesen, abwehren und im richtigen Moment auf Angriff drücken, aber irgendwie hat das noch nicht funktioniert. Keine Ahnung. Warte, Straße, schnell! Weil er will schießen, er wollte gerade schießen. Ich konnte das abbrechen. Und jetzt, boom! Als ob er immer noch nicht bricht. Impa. Nein, nicht Link. Der ist mir gerade egal. Was machen die Girls? Nee, Blitz, 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 Blitz. Und Stasis. Attacke! So, jetzt bricht das Scheißteil endlich. Huh, finish him! Ah, und Zelda auch noch, sehr geil. Was war das? Ein weiterer böser Mini-Wächter oder was? Okay. Jedenfalls haben wir das Level geschafft. Und tollen neuen Stuff dabei. Wobei ich glaube, das Soldatenschwert ist immer noch besser als das Reiseschwert. Ja, ich bleib dabei. Das hier ist cool. Antikes Erweiterungsteil. Ein kleines Gerät, das zum Kampf gegen Monster entwickelt wurde und am Shika-Stein angebracht wird. Es verbessert die Energieabgabe und erhöht die Stärke der Module. Cool. Und hier sind all unsere Schätze. So wie das Mumphy.